Ja, ein herzliches Willkommen an alle Mitglieder, alle Teilnehmenden, alle Zuschauenden. Ich freue mich einfach, dass wir hier wirklich ganz weit heute Gästeführerinnen, Gästeführer erreichen können, die sowohl Mitglied im Verein sind, als auch Gästeführerinnen, Gästeführerinnen, die vielleicht einfach mal schauen, was macht man dort im BVGD. Und für viele ist der Weltgästeführertag wirklich Neuland. Das haben wir ja vorhin gesehen. 38% haben sich noch nie beteiligt. Und deshalb freue ich mich, dass wir die heute auch erreichen können. Denn der Weltgästeführertag ist wirklich eine spannende Geschichte. Und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet und würde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. So sollte das klappen und zu sehen sein. Und da muss ich einmal hier unten drücken. Genau. Ja, vielleicht erkennt sich jemand hier wieder. Ich konnte die beiden Damen nicht einordnen, als ich in der Geschichte des Weltgästeführertages ein bisschen gegrast habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Denn der ist ja schon viel länger, als ich überhaupt weiß, dass es den BVGD gibt. Das ist für mich immer wieder beeindruckend. Und insofern gibt es hier sicherlich einige, die ihre eigenen Weltgästeführertagsgeschichten mit beibringen können. Ja, was ist der Weltgästeführertag? Ganz einfach, wir gehen zurück in das Jahr 1985 und da wurde am 21. Februar ein Weltverband für Gästeführer in Israel gegründet. Und dieses Datum hat man dann 1990 als ersten International Tourist Guide Day genommen. Und damals gab es schon Aktivitäten in 15 Ländern weltweit. Das Ganze ist gewachsen, ist gestiegen. Und 2021 haben über 50 Länder Aktivitäten zum Weltgästeführertag gemacht, die vielfältig sind, die in jedem Land ganz anders laufen. Aber durch die sozialen Medien hat man da doch einen großen Einblick bekommen. Und gerade in den sozialen Medien sieht es dann rings um den 21. Februar so aus, dass jeder seine Glückwünsche postet, seine Veranstaltungen reinstellt. Und das ist unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Auch die Deutsche Zentrale für Tourismus bewirbt hier in Deutschland unseren Weltgästeführertag. Das ist nochmal so ein ganz kleiner Einblick, ob das in Kanada ist, ob wir in Tschechien sind oder in Italien. Also überall finden Aktivitäten statt. Und wir schauen mal, wie das in Deutschland funktioniert. Erste Aktivitäten gab es ja schon in den 1990er Jahren, dann auch zum Weltgästeführertag. Und offiziell über den Bundesverband läuft das Ganze seit 1999, dass unsere Mitglieder ein eigenes Programm anbieten. Und das Ganze ist gewachsen tatsächlich über anfangs wenige Vereine bis 2008, da waren es dann schon über 30 Vereine und 2010 50 Vereine in etwa. Also das Ganze steigt und wir hatten einen riesen Ansturm dann nachher gehabt 2017, 18, 19. Da waren es zwischen 80 und 100 teilnehmende Mitgliedsvereine von unseren knapp 250 Mitgliedsvereinen. Also das ist schon eine Hausnummer und damit erreichen wir natürlich auch immer mehr Gäste. Ja, bis 2020 konnten wir den Weltgästeführertag durchführen. Und wenn man jetzt so die Statistik, und das habe ich einfach schlicht und einfach nicht gemacht, das mal als Kurve darstellt, dann müssen wir für 2021 die Kurve einmal abbrechen lassen. Und unser Jahr der Musik ist tatsächlich für viele doch in den Hintergrund geraten. Und so haben wir in diesem Jahr zwar weniger Veranstaltungen, aber dabei bei den wenigen Veranstaltungen ganz neue Arten von Veranstaltungen. Also die große Überraschung Dresden zum Auftakt in diesem Jahr war von heute auf morgen in der Lage, uns online durch die Stadt zu führen mit einfachsten Mitteln. Und das war für mich eine ganz große Freude zu sehen, dass sowas möglich ist. Und wir sind alle gewachsen im letzten Jahr. So wird sich das auch zukünftig sicherlich auf den Weltgästeführertag auswirken. Ja, das Besondere in Deutschland ist auch tatsächlich, dass wir ein eigenes Motto haben. Das gibt es, wir gucken uns gleich mal die Jahre an, seit wann es das gibt. Ich habe mal hier das Jahr 2011 rausgenommen, da war das noch ganz schlicht, die Bewerbung. Es waren einfache Flyer, wir haben dann ein großes Programm draus gemacht.
Und dieses Heft haben wir im Tourismusbereich verteilt. Wir haben es auf der ITB verteilt, um einfach zu zeigen, was machen Gästeführer weltweit. Und die Idee mit einem eigenen Motto für den Weltgästeführertag ist natürlich sensationell gut, denn sonst würden ja die Gäste jedes Jahr denken, es ist immer das Gleiche. Und so ist es für uns auch der Ansporn zu sagen, wir machen immer mal ein neues Thema, wir entwickeln neue Konzepte und bieten die unseren Gästen an. Die Vorschläge für das neue Motto kommen aus den Reihen der Mitglieder. Das hat sich Stück für Stück entwickelt. Es gab jahrelang Workshops, wo man hart miteinander im Rahmen der Jahreshauptversammlung gearbeitet hat. Mittlerweile reichen viele Mitglieder Vorschläge ein, die dann ausgewählt werden von den Teilnehmern unserer Jahreshauptversammlung. Und wenn man sich auch mal die Entwicklung der unterschiedlichen Themen anschaut, also 1999 hätten wir das auf ein Heft vorne so draufgeschrieben, damit würden wir heute wahrscheinlich keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken, um es sprichwörtlich zu sagen. Also man muss immer einen Slogan haben, etwas, was sofort aufgenommen wird und was einfach neugierig macht auf das, was die Gästeführer anbieten und was sich vor allen Dingen auch ganz vielfältig in allen Ecken und Enden unseres Landes anbieten lässt. Und so haben wir gerade in den letzten Jahren auch interessante Wortspiele gehabt. Grün der Zeit, bau ein Haus. Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Aber in diesem Jahr Musik in der Luft liegt in der Luft. Das war einfach ein sensationell guter Titel. Der ist bekannt aus der Musik selber. Das kennt jeder, diesen Slogan. Und mit Leib und Seele kann das sicherlich im nächsten Jahr sehr gut fortführen. Also mit Leib und Seele ein Motto mit Möglichkeiten ohne Ende, was vor uns liegen wird. Wir gucken, genau, das war die falsche Richtung. Gucken einfach mal einen kleinen weiter. Jetzt hängt mein Rechner mit der Präsentation. Machen wir das Ganze so. Genau, ich habe mal ein bisschen Umschau gemacht. Also hier noch so ein paar schöne Motti, die wir hatten. Frauengeschichte, Frauengeschichten, Brücken schlagen, Brücken bauen oder auch einmal das Thema Arbeit, die Zeit verrinnt und hier mal Bilder von so einer Auftaktveranstaltung im Weserbergland im Jahr 2008. Vielleicht erkennt sich der eine oder die andere wieder, denn die Verantwortlichkeiten auch bei uns im Vorstand, die haben sich geändert. Hier haben wir mal noch die Ursula Hartmann, sehr schön als Ressortleiterin mit dabei, jahrelang auch dann von Ingrid Schoen betreut, das Ressort, oder auch von unserer heutigen Vorsitzenden Maren Richter. Also, ja. Ja, die Orte der Auftaktveranstaltung, also eine Auftaktveranstaltung zu machen, war dann die Idee. So hat man in Hameln, Berlin, Oberhausen immer Orte gehabt, die zum Teil schon Erfahrung damit hatten, größere Veranstaltungen zu meistern. Die Auftaktveranstaltung für den Weltgästeführertag ist tatsächlich auch für kleine Vereine geeignet. Und wenn ich sehe, wir in Halle hatten hier auch schon die Auftaktveranstaltung gehabt. Halle wird nächstes Jahr der Ort sein, wo die Deutsche Gästeführertagung stattfindet, genauso Potsdam. Also es ist vielleicht schon mal auch zum Neugierig machen, wie ist das, eine größere Veranstaltung zu organisieren? Und was hat man überhaupt davon, wenn man so eine Auftaktveranstaltung macht? Also es ist ja erstmal Arbeit. Man muss da was vorbereiten, man muss Partner finden, Grußwortredner finden, also einiges zu tun. Aber diese Auftaktveranstaltungen werden besonders über uns im Bundesverband beworben und sind natürlich die beste Werbung für die qualifizierten Gästeführer vor Ort. Und wir als Vorstand bewerben das unter anderem in unserem Verbandsmagazin im Cicerone, wo der auch extra vorgestellt wird und der örtliche Verein, auf der Homepage bei Facebook und natürlich auch auf der ITB, wo viele Partner aus dem Tourismus schon schauen, was wird dort gemacht. Und da berichten wir natürlich über diese Orte besonders. Welche Voraussetzungen benötigt ein Verein? Eine regionale Vernetzung ist ganz wichtig, dass man vor Ort auf die Veranstaltung aufmerksam machen kann. Das heißt also, der Verein sollte schon Beziehungen zu den örtlichen Tourismusanbietern haben, zum Bürgermeister, Bürgermeisterin, zur Stadt, also alle, die dort auch tourismuspolitisch aktiv sind. Und wenn man die noch nicht hat, dann sollte man diese Vernetzung
im Zusammenhang mit so einer Veranstaltung unbedingt aufbauen. Ganz wichtig sind die motivierten Gästeführer, die Freude daran haben, ihre Arbeit zu präsentieren und das auch mal an einem Tag, ohne dafür Geld zu bekommen. Ja, und das im Februar, der 21. Februar ist und bleibt Weltgästeführertag. Den können wir nicht in den Sommer verschieben. Oft sehr, sehr kalt ist, ist es sicherlich hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, einen Raum für zumindest einen Teil der Veranstaltung zu bekommen. Und das sieht dann vielleicht so aus wie hier in Worpswede oder auch der gemeinsame Ausklang in Ingolstadt, wo Gästeführer mit den Gästen zusammen noch eine Tasse Kaffee trinken, einfach ins Gespräch kommen und die Erlebnisse der gemeinsamen Führung auswerten können. Welche Führungsmöglichkeiten gibt es? Das hat sich seit diesem Jahr tatsächlich deutlich ausgebaut. Wir haben Präsenzangebote seit jeher. Das heißt, wenn ein Verein nur einen Gästeführer hat, der sagt, ich finde das toll, ich mache das mit, dann kann dieser Verein diese eine Führung einfach anmelden und dann ist eben ein Guide vertreten für den Verein. Man kann die Führung mit mehreren Guides machen. Die Worpsweder-Kolleginnen und Kollegen machen das sehr gerne als Staffellauf, also das ist so eine Idee. Man kann unterschiedliche Orte im Ort, in der Region zeigen und man kann auch an mehreren Tagen Führungen anbieten. Also die Vielfalt ist unwahrscheinlich groß und man kann in Kooperation mit Museen, anderen kulturellen, kirchlichen Einrichtungen diese einfach zeigen. Und wichtig ist, immer mit den Gästen in Austausch zu treten. Ja, und seit diesem Jahr haben wir erstmals jetzt auch Online-Angebote mit dabei gehabt. Das waren zum Beispiel Führungen, die über Zoom gelaufen sind. Kann man sicherlich andere Anbieter nehmen. Es war aber auch einfache Livestreams mit dabei, wie zum Beispiel in Dresden, die dann über Instagram übertragen wurden. Und eine ganz einfache, theoretisch einfache Sache ist, man macht mal ein kleines Video und macht einfach mit dem Video neugierig. Und auch in dieses Video kann man mit dem Programm des Bundesverbandes, mit dem Online-Programm verlinken. Wichtig ist bei allen Angeboten, sie sollen für alle Besucher kostenfrei zugänglich sein. Sie sollen den Teilnehmenden Einblicke in die berufliche Tätigkeit von Gästeführenden bieten. Und alle Führungen sollen im Online-Programm des BVGD angemeldet werden und werden dann auch über den BVGD beworben. Das ist ausgesprochen wichtig. Bisher war es für viele auch eine Hürde zu sagen, boah, wenn jetzt so ein Programm gedruckt wird, ich muss das bis zum November entschieden haben, welche Uhrzeit starte ich wann, wo. Ich weiß doch gar nicht, ob ich, wer dort alles zur Verfügung steht. Also das ist jetzt etwas leichter mit den Online-Möglichkeiten und damit präsentieren sich die Mitgliedsvereine. Das ist der große Unterschied. Hier stehen wir wirklich als viele Vereine, die wir im BVGD organisiert sind, zusammen. Ja, und die Möglichkeit, damit Spenden für regionale, soziale und kulturelle Zwecke einzuwerben, das ist natürlich eine besonders gute Sache, weil dann kann man im Ort, in der Region auch zeigen, wir machen etwas für unsere Region und wenigstens einmal im Jahr und da doch einiges unterstützen, was unseren Gästen nachher wieder zugute kommt. Ja, für und wieder Weltgästeführertag. Ich habe mal mit dem Für angefangen. Es ist die beste Werbung für uns, die wir haben können. Gästeführer zeigen einfach, dass sie beruflich über ihren eigenen Ort miteinander verbunden sind. Das heißt, wir sind ein Verband mit vielen Mitgliedern in unserer Region, aber auch in Deutschland, in der EU und letztendlich über den Weltverband auch weltweit miteinander vernetzt. Und das haben nicht viele andere Berufe so, wie wir das hier aufgebaut haben. Und an diesem Tag stehen tatsächlich die Gästeführer und Gästeführerinnen im Mittelpunkt und zeigen sich damit auch den Partnern im Tourismus, in der Tourismuspolitik und auch bei der Region, bei der Stadt, beim Landrat, wo auch immer. Da sollen diese Veranstaltungen bekannt sein. Und ein neues Motto heißt neue Angebote und das nicht nur für neue Gäste, sondern auch für die, die jedes Jahr gerne wiederkommen. Wir haben eine große Resonanz in den Medien, also Zeitungsbeiträge, Radio, Fernsehbeiträge und das Ganze jetzt natürlich massiv in den sozialen Medien und letztendlich auch die Möglichkeit, mit Spendenaktionen auf uns aufmerksam zu machen.
Ja, und das wieder, das sind die Sätze, die ich so gerne höre. Es gibt so Gästeführer, die sagen, ach ja, wir würden gerne, aber es ist ja Karneval, da feiern doch wir doch lieber und es kommt eh keiner zu den Gästeführungen. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur am 21. Februar Führungen anzubieten, sondern schlicht und einfach auch 2 Wochen vorher bis knappe 2 Wochen hinterher. Alles, was mit diesem Datum im Zusammenhang steht, kann mit eingebracht werden. Und es ist Winter, bei dem Wetter jagt man doch keinen Hund vor die Tür. Tatsächlich sind schon einige Führungen geplatzt, weil es schlicht und einfach zu viel regnet, weil wir starke Stürme hatten. Aber mal ehrlich, die haben wir im Sommer mittlerweile genauso wie im Februar. Und man kann auch im Februar oft sehr gute Führungen machen. Und eigentlich hätten wir es doch ganz gerne, wenn wir den Tag mal im Sommer machen. Und da haben wir dieses Jahr probiert. Wir haben probiert, die Möglichkeit zu geben, auch mal den Weltgästeführertag zu verschieben. Sicherlich eine schwierige Zeit für alle, aber für alle die, die es probiert haben, war die Resonanz auf keinen Fall so groß, wie wenn man es im direkten Zusammenhang mit dem 21. Februar getan hätte. Und warum soll ich meine qualifizierte Arbeit und meine Zeit eigentlich kostenfrei anbieten? Also kostenfrei anbieten, ja, aber umsonst ist es nie, wenn man Werbung für sich und seine Arbeit machen kann. Und wenn man danach weitere Anfragen bekommt, man im Ort bekannt ist als Gästeführende, dann hat man schon einen riesen Gewinn. Und bei uns macht das keiner und alleine kann ich doch nicht damit beginnen. Einer sollte immer den ersten Schritt gehen. Und wir haben einige Vereine, wo es ganz treue Mitstreiter gibt, die sind schon seit vielen Jahren hier uns begleiten. Ja, mit Leib und Seele, das ist nachher auch schon mal so ein kleiner Hinweis auf das, was wir alles reinbringen können. Also da passt wirklich alles mit hinein, ob kulinarische Führung, Führung, die der Seele gut tun, Menschen, Persönlichkeiten, Projekte, die ihren Beruf und ihre Berufung mit Leib und Seele ausüben. Üben, Sprichwörter wie Leib und Seele ohne Ende haben wir und Gästeführer sein mit Leib und Seele, das sind wir, denke ich, alle, die wir hier irgendwo zusammengekommen sind. Gesund sein an Leib und Seele, Gesundheit, Krankheit mit Leib und Seele in den Medien, ein Ohrwurm setzen mit Leib und Seele, da fällt mit sicherlich dem einen oder anderen das entsprechende Lied ein und ein Herz und eine Seele sein das Thema. Freundschaft gehört mit Sicherheit dazu. Erste Ideen haben uns erreicht, zum Beispiel aus dem Saarland, wo man mit Leib und Seele Bergmann ist, mit Leib und Seele Architekt oder mit Leib und Seele fair gehandelt wird. Das sind schon die ersten Ideen für 2022, die ins Programm kommen werden. Es Moni verzählt es Schmoll Ebbes. Ich kann es nicht aussprechen, aber eine Führung direkt auf Saarbrücker Mundart, das ist doch schon mal einladend. Und hier auch die Verbindung, eine hybride kulinarische Hexenführung wird es in Eichbach geben. Also finde ich sensationell, also ganz verhext. Mal bin ich gespannt, wie das Ganze laufen wird. Also da einfach schon mal neugierig machen aufs Programm. Und hier am Ende habe ich ein Bild und da erkennen sich vielleicht manche der Anwesenden wieder, denn es wird natürlich auch eine Auftaktveranstaltung geben und die wird am 19. Februar 2022 in Burghausen sein. Ja, das vielleicht erstmal zum allgemeinen Thema Weltgästeführertag.